Letzter Einsatz für Polizeioberkommissar Gernot Schiller und Kommissar Stefan Menzel. Sie werden zu einem Verkehrsunfall an der B10 gerufen. So, guten Abend. Hallo. Sie haben angerufen, mein Name ist Schiller, das ist mein Kollege Menzel. Was ist denn passiert? Mir ist ein Rehforce-Auto gelaufen. Ein Rehforce-Auto? Ja. Wie haben Sie das denn gemacht? Und wo kam das denn? Das kam von da vorne. Aha. Irgendwie da ins Gebüsch schon. Das lebt aber noch. Da ins Gebüsch rein. Aha. Wo ist Ihnen das vorgelaufen? Ja, hier vorne. Wenn das Tier nach dem Aufprall noch flüchten konnte, muss sofort eine fachgerechte Nachsuche eingeleitet werden. Hätte ja auch ein Kind sein können, ne? Die rennen ja auch immer so auf die Straße, ohne vorher zu gucken. Stefan? Ah, ja, ich hab's gefunden. Das liegt da, es blutet ein bisschen. Ja. Ich denke, Bein gebrochen oder sowas. Also es ist total verschüchtert und zittert da. Ich denke, wir sollten einfach vielleicht einen Tierarzt rufen. Der kommt mal her und nimmt sich dem Ganzen an. Das kann man bestimmt auch wieder auswildern. Einen Tierarzt willst du da noch für rufen? Ja, sicher. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, am besten noch hier hinten bei uns auf die Bank und alles voll bluten oder was. Mhm. Da gehst du jetzt hin und dann lernst du mal eine Lektion fürs Leben. Da gehst du hin und dann wird das Reh mal fachgerecht erlöst. Ja, glaubst du, mach ich noch einen Zampano raus und hol jetzt noch einen Tierarzt um 22:30? Komm, gehst erschießen. Es wäre vollkommen falsch, das verletzte Wildtier zum Tierarzt zu bringen. Der Stress wäre eine unglaubliche Tortur. Ach, glaub, jetzt hat er es gefunden. Hast du es hinter dich gebracht? Und? Das ist eine Erfahrung, ha? Nee. Was, nee? Ich konnte es nicht. Was, du konntest nicht? Ernsthaft? Du hast doch geschossen, wo hast du hingeschossen? Das ist daneben. Stefan, du gehst da jetzt hin. Und dann guckst du dem Reh ins Auge und dann erschießt du das Reh. Jetzt stell dir mal vor, du liegst da halb angefahren, blutest und es kommt keiner dich anständig erschießen. Das ist auch ein Scheißgefühl. Jetzt hin. Mann. Fragt man sich manchmal auch, wer blöder ist. Es sind gerade die unvermittelt auftretenden Ereignisse, die für die Beamten eine hohe berufliche Belastung darstellen. Ich konnte es nicht. Du hast das Reh immer noch nicht erschossen. Nee. Das Reh liegt da immer noch und zuckt? Ja. Das kannst du wohl nicht sein. Jetzt nehme ich die Sache mal selbst in die Hand. Ich kann das nicht. Das gibt es doch nicht. Nicht mal das. Das Tier muss aufgrund seiner Verletzungen durch einen Fangschuss von weiteren Qualen befreit werden. Mein Gott, das zuckt ja immer noch. So. Feierabend. So macht man das. Nimm gerade die Personalien auf, dann klären wir das Telefon. In den Herbstmonaten nehmen Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung drastisch zu. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern dringend, sich mit erhöhter Vorsicht und mäßiger Geschwindigkeit in bewaldeten Regionen zu bewegen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mann, du.